Willkommen bei QVC Beauty. Ich bin Reni und ich hätte gerne etwas zum Thema Körperpeeling erzählen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon so ein breites Grinsen, weil ich ein Peeling getestet habe, was mich wirklich in Begeisterung versetzt. Vielleicht, oh, erstmal, was ist das? Es ist das Emmersaam-Erdbeer-Margarita oder Strawberry-Margarita-Peeling. Und vielleicht erstmal strukturiert vorgehen, bevor das Grinsen viel zu breit wird. Was ist überhaupt ein Peeling? Wofür benutzt man das? Es ist so, dass Haut, falls ihr vielleicht wisst, aus mehreren Schichten besteht. Und die ganz, ganz oberste Schicht, das sind praktisch abgestorbene Hautschüppchen. Das ist tote Haut, die praktisch nur noch oben drauf liegt und darauf wartet, abzufallen. Die oberste Hautschicht ist immer die, die eigentlich ungewollt ist, weil es Leute gibt, die sagen, dass das ist, was die Haut so ein bisschen fade und fahle erscheinen lässt. Und dem kann man entgegenwirken, indem man dann ein Peeling benutzt, die oberste Hautschicht praktisch damit sanft abnimmt und eben nicht darauf wartet, dass sie von alleine abgeht. Und das soll die Haut eben ja, jünger aussehen lassen und zum Strahlen bringen und einfach schöner wirken lassen. So, und gerade wenn es auf den Sommer zugeht, wäre es eigentlich auch so eine sommerliche Sache, wenn man jetzt sich die Beine rasiert und Röcke trägt und die Beine einfach zeigt, wenn die Haut einfach schön aussieht. Also man muss da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit sein, mit Peelen allgemein. Man sollte nicht zu viel peelen, hier kommt nämlich der nächste Punkt, weil die meisten Peelings halt die Empfehlung haben, einmal die Woche, je nachdem, was das für ein Peeling ist ungefähr. Es gibt auch tägliche Peelings, die man täglich benutzen kann, wie das Wort schon sagt. Sehr intelligent, Reni. Und ja, also ich würde es nicht übertreiben. Ich habe es mal übertrieben. Ich habe mal jeden Tag gepeelt und das war keine gute Idee. Kommen wir eigentlich zu diesem Peeling und hier ist eigentlich so der nächste Punkt. Ich habe irgendwann aufgehört zu peelen. Ich hatte nicht wirklich irgendwie so ein tolles Peeling und ich habe es dann einfach, glaube ich, so gelassen aus Faulheit, weil ich auch ehrlich gesagt keine Lust hatte, mich da ewig irgendwie durchzutesten. Mein Glaube an Peelings war nicht da. Also das ist eigentlich der Punkt. Und dann habe ich das hier bekommen und habe es jetzt praktisch getestet und ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb Jahren nicht so oft gepeelt wie mit dem hier in den letzten Wochen. Und hier fiel es mir wirklich schwer, das nicht täglich zu benutzen, weil ich einfach weiß, dass meine Haut das nicht packt. Ich habe recht empfindliche Haut. Aber so oft ich es mir zutraue und so oft ich das meiner Haut zutraue, so oft benutze ich das dann auch. Das hier hat eine wirklich, wirklich spannende Konsistenz, die ich so bisher auch noch nicht erlebt habe. Und zwar fühlt sich das an wie so Zucker und so geballter Zucker und es ist recht hart, also es gibt andere Peelings, die sind viel cremiger und das hier ist wirklich, es fühlt sich an wie so ein Peeling-Konzentrat eher. Ich mag es aber wirklich sehr, sehr gern. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das gefällt. Als ich das erste Mal in Hand hatte, dachte ich mir, okay, das ist wirklich vielleicht ein bisschen viel, aber es funktioniert. Und ich nehme dann immer, ich schöpfe so ein bisschen da raus und emulgiere das so ein klein wenig mit Wasser auf und dann passt das. Und dann peele ich mir damit praktisch die Beine und Entschuldigung. Okay, hier kommen wir zu dem Punkt, warum das hier ein absolutes Haben-muss-Produkt für mich ist. Es riecht einfach göttlich. Und ich sage das nicht oft. Ich bin eigentlich sogar jemand, der recht wählerisch ist, was so Geruch angeht. Sehr wählerisch. Mir gefallen nicht viele Sachen. Und gerade so fruchtige Sachen, wenn die in so eine chemische Richtung gehen, dann gefällt mir das überhaupt nicht. Ich mag so eher natürlich riechende Sachen. Ich könnte, und das ist jetzt kein Scherz, ich könnte den halben Tag, vielleicht sogar den ganzen, hier sitzen und da drin riechen. Es riecht, okay, schwer zu beschreiben. Es riecht wirklich fruchtig und es riecht auch intensiv. Also das ist nichts für jemanden, der irgendwie eher so sanfte Gerüche mag. Aber gerade für den kommenden Sommer, ich weiß nicht, ich mache das auf und ich fühle mich einfach direkt wohl. Und das ist wie so eine Spa-Behandlung, aber weniger so Spa im Sinne von, ich weiß nicht, cremig und dann fühlt man sich wohl, sondern eher so ein Schuss von Energie. Es ist unfassbar. Also jedes Mal, vielleicht sollte ich es wieder zumachen, weil ich sonst nicht die richtigen Worte finde. Jedes Mal, wenn ich das wieder aufmache und benutze unter der Dusche, ist es einfach, das ist so ein Stimmungsaufheller für mich. Dieser einmal die Woche das wirklich aus, manchmal auch zweimal die Woche, oder bin ich nicht ganz brav mit meinem mir selbst auferlegten Grenzenspektrum. Aber es ist für mich persönlich einfach so ein Zugewinn und schaut euch das Grinsen an. Gerade mit dem kommenden Sommer wirklich beide Daumen hoch für dieses Produkt. Das ist ein Produkt von allen, die ich bisher so probiert habe in die Richtung, das sticht wirklich heraus und das ist wirklich so, das ist schon was. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Kommt vorbei auf qvcbeauty.de und schreibt mir. Und falls ihr irgendwie
da noch Erfahrung habt mit Peelings oder so. Ich freue mich total darauf, von euch zu lesen und bis bald. Tschüss!